Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Altana. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Protokoll zur Entgiftung von den Plejadiern und Arcturianern, übermittelt von Gabriel R.L. Veröffentlicht am 14. Juni 2019 auf transinformation.net. Alle Links in dem Artikel beziehen sich auf die Textversion. Ursprünglich am 7. Juni 2019 auf Disclosure News, übersetzt von Alcione. Hinweis: Dies ist ein weiteres Channeling von Gabriel aus Brasilien. Wir bringen hier diese Informationen, weil viele aus unserem Kreis eine gute Resonanz zu den Durchgaben von Gabriel verspüren. Wie bei allen Mitteilungen, die über eine Kontaktperson zu uns kommen, ist es sicher nicht falsch, wenn jeder für sich prüft, was für ihn stimmig ist und den Rest für sich stehen lässt. Seid gegrüßt, liebe Familie. Wir sind deine Weltraumfamilie und haben etwas, das wir mit dir in diesem besonderen Moment deines Übergangs, den wir mit großer Hingabe, Freude und Vertrauen in dich als Partner und Pionier einer großen Bewegung begleitet haben, teilen können. Wir, die Plejadier, zusammen mit den Arcturianern, möchten dir eine einfache Technik übermitteln, die dir bei der Entgiftung deines biologischen Körpers hilft. Es ist die gleiche Technik, die wir auch bei uns selbst anwenden, wenn wir uns in niedrigere Schwingungsdimensionen begeben und physische Kleidung tragen. Du weißt, dass alles im Universum Energie ist und sich alles um diese Energie dreht. Dein physischer Körper ist nur eine Kondensation, Verdichtung dieser Energie, die ihn spürbarer macht und in die Lage versetzt, sich innerhalb bestimmter Hologramme Erfahrungen visuell zu präsentieren. Also ist dein Körper das, was du jetzt berühren, durch den Spiegel sehen kannst oder ein anderer Mensch, den du sehen kannst, ob persönlich, im Fernsehen, in Film etc., ein Körper halt. Diese Körper sind eine Darstellung dieser manifestierten zentralen Energie und wie wir sagen würden, ein Produkt dieses Produkts. Verdichtete Energie. Wir glauben, dass dies bereits jeder weiß. Diese Energie war und ist immer vorhanden. Sie wird immer existieren. Das ist ein weiterer Punkt, den du auch kennst. Es spielt keine Rolle, wie oft du den Körper wechselst. Diese Energie wird immer Energie sein. Körper sind ein Produkt der Energie, damit sie sich selbst erfahrbar machen kann. In der Mitte dieser Körper, biologisch gesehen, befindet sich das Zentrum dieser Energie. Und hier sprechen wir nicht konkret von der Seele oder dem Geist, wir reden über etwas anderes. Wir sprechen von einem Energiezentrum, das von der Seele, dem Geist geleitet wird. Es ist doch alles Energie, oder? Denken wir nun noch einfacher. Die bestehende Energie, die in der Verdichtung geschaffen wurde, um Energien durch ein Energiezentrum zu erfahren. Dieses Energiezentrum wird von einer anderen Energie koordiniert, die den Fluss weiterer Energien steuert und am Ende alle Energien anpasst. Im Zentrum deines physischen Körpers befindet sich dieses energetische Zentrum. Genauer gesagt in deiner Brust, von wo aus diese Energie auf den Rest des Körpers, Gehirns, verteilt wird. Hier ist der Ort, an dem alles passiert, Nervenimpulse etc. Dieses Energiezentrum ist das, was bei deinem ganzen Körper, bei seiner Entwicklung, seinen Bedürfnissen und allem anderen Benötigten hilft. Das ist natürlich ein intelligentes Zentrum. Und dieses intelligente Zentrum verfügt über viele Abwehrmechanismen und interessante Techniken für noch interessantere Anpassungen. Du hast deine medizinischen Fachleute, die dir bei deinen biologischen Prozessen helfen. Ernährungswissenschaftler, die bei deiner Ernährung helfen. Energetische Therapeuten. Wie auch immer, es gibt eine Menge Unterstützung. Und was wir hier zur Verfügung stellen werden, ist nicht dafür gedacht, die oben genannten Möglichkeiten zu deaktivieren, sondern dafür, sie in Kombination einzusetzen und deine Heilungs-, Entgiftungs- und Freisetzungsprozesse, ob energetisch oder biologisch, weiter zu verbessern. So hat dieses energetische Zentrum zusätzlich zu einigen anderen Wirkungsorten in deinem Körper 7 Linien, die zu 7 Punkten in deinem Körper führen. Wenn einer dieser Punkte mit deinem Finger oder von einem Therapeuten gedrückt wird, wird dieses spezielle Energiezentrum dazu gebracht, schneller und zügiger zu reagieren. Es ist,
als ob ein Ventilator mit mittlerer, normaler Drehzahl läuft und du die Leistung erhöhst. Diese 7 Punkte können gedrückt werden, nicht unbedingt alle auf einmal, sondern nur einer. Der eine, den du auswählst, löst eine enorme entgiftende Wirkung auf deinen Körper aus und beschleunigt den Entgiftungsprozess auf jeder Ebene, sei es biologisch, dazu gehört auch das Gift eines giftigen Tieres, spirituell oder auf jeder anderen Ebene zusammen mit einer Behandlung von einem deiner Fachleute. Auf biologischer Ebene wird es den Entgiftungsprozess erheblich unterstützen. Wir betonen, dass unsere Absicht darin besteht, diesen Prozessen ein kollaboratives Werkzeug zur Verfügung zu stellen und nicht darin, deine Fachleute, die auch Mitglieder unserer Flotte sind und nach ihren Fähigkeiten handeln, arbeiten, zu behindern oder zu erniedrigen. Generell stärken diese 7 Punkte die aktive zentrale Energie und beschleunigen die Prozesse in deinem Körper. Natürlich wird es dir nicht helfen, jeden Punkt hektisch 1000-mal zu drücken, in der Hoffnung, dass damit alles schnell, zügig, leicht und sofort erledigt wird. Vergiss nicht, dass dein Körper intelligent ist. Deshalb ist es hilfreich, diese Punkte zu drücken, wenn es wirklich nötig ist. Es wird eine Zunahme der Energieaktivität in deinem Körper geben, wenn sie wirklich benötigt wird. Doch nun fragst du dich vielleicht, wenn mein Körper intelligent ist, kann er seine Probleme selbst lösen? Wenn er die Energieaktivität selbst beschleunigen wird, warum muss ich dann diese Punkte drücken? Hier kommt der Punkt. Die bestehende Energie, die in der Verdichtung geschaffen wurde, um Energien von Energien durch von einer weiteren Energie, die den Fluss anderer Energien steuert und am Ende alle Energien anpasst, koordiniertes Energiezentrum zu erfahren. Dein irdisches Selbst wird noch aktiver sein, verstehst du? Mit mehr Beteiligung und wir wissen, dass es das ist, was du willst, manchmal oder fast immer. Das ist so toll, oder? Aus diesem Grund zeigen wir unserem Partner Neva, Zero I, Gabriel, RL die Körperpunkte, an denen du den Druck für diese spezielle Aufgabe ausüben musst. Wie bereits erwähnt, ist es nicht notwendig, die 7 Punkte gleichzeitig zu drücken. Wähle einfach einen intuitiv. Drücke ihn mit einem deiner Finger für ein paar Sekunden und lass los. Nochmals drücken und loslassen, nochmals drücken und loslassen, dreimal wiederholen. Auf die Frage, wie viele Sekunden, können wir antworten, 10 Sekunden. Ah, und wenn es weniger sind, wird es nicht funktionieren? Richtig, doch wir geben ein Minimum von 5 Sekunden und ein Maximum von 24 Sekunden an. Warum dreimal? Vertraue uns. Die folgende Abbildung gibt einen Überblick darüber, wo sich diese Punkte befinden. Die 7 Punkte, Entgiftungsprotokoll. Auf der Sohle deines rechten Fußes direkt in der Mitte des Fußes. Im rechten Schläfenbereich. Handfläche der linken Hand. Linker Ellbogen. Rechter Zeigefinger. Linker Zeigefinger. Mitte der Stirn. Wir hoffen, dass wir in irgendeiner Weise hilfreich waren, liebe Erdenfamilie. Wir danken dir für deine Aufmerksamkeit und dein kontinuierliches Engagement im Dienst für das Licht der Sprünge in deine Heimatumgebung in den helleren Bereichen dieses Universums garantiert hat. Wir sind deine Weltraumfamilie, wir sind die Plejadier in Begleitung der Arcturianer und wir übermitteln diese Botschaft mit großer Freude. Ashevo. In der Textversion folgt der Disclaimer Haftungsausschluss von transinformation.net. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.